Champignon de Paris ist heute angesagt, einfachste Stufe, Vitello Funghi. Man nimmt ein schönes Kalbsfilet, am besten Milchkalbsfilet, wie in diesem Falle hier. Und damit du das vernünftig schneiden kannst, brätst es dir schön am Vortag vor. Dann ein bisschen in die Kälte legen, dann wieder raus für eine kleine Temperatur nehmen. Das könnte man mit einer glatten Klinge schneiden, dann kriegst du das aber nicht so hin, wie ich es haben will. So, das erste ist immer dieser Anschnitt hier, der ist für den Papa selber. Sehr gut. So, wir machen es diesmal ein bisschen anders. Was mich immer stört, ist, dass du nur Mayonnaise schmeckst und nicht das schöne Fleisch. So, dann riechst du es auf dem Teller an. Ich meine, die Vitello Tonnato ist ja bekannt. So, guck mal. Ein wirklich tolles sommerliches Gericht. Und wie gesagt, das Schwierigste sind ja immer die Soßen. Dann nimmst du unseren schönen Champignon de Paris. Oh. Wunderbar. Tolles Aroma. Schön mit dem Löffel reingehen. So. In der Mitte anfangen. So, ein bisschen ausstreichen. Gerne was nachlegen. So, Teil 1. Als nächstes ein klein bisschen Salz oben drauf. Denn dieser Champignon ist ja sehr, ist ja vielleicht unsere eleganteste Soße, muss man dazu sagen. Und dann hat die Firma Ankerkraut eine Pfeffersinfonie gemacht, die nicht nur scharf ist, sondern die auch wirklich schön rund ist in ihrem Geschmack. Dann nimmst du ein bisschen Pfeffer, so oben drauf. Nicht ängstlich sein. Aber wie das duftet hin. Also wenn man Duft durch die Kamera transportieren könnte, dann wären wir schon wirklich einen erheblichen Schritt weiter. So, als nächstes. Ganz wichtig, ein paar Kapern. Wir nehmen hier diese kleinen Kapern, die heißen Nonpareil, suchen ihresgleichen. Und die haben wir einmal mit warmem Wasser leicht abgewaschen, damit sie nicht ganz weit vorne stehen. Aber deswegen kannst du auch ein paar mehr drauf machen. Dann nimmst du ein bisschen Blattpetersilie, nur ein bisschen. Und ein klein bisschen drauf. Und ganz zum Schluss, also fast vor dem Ende. Und das ist das Allerwichtigste überhaupt von Alizari, das schöne Olivenöl. Was nicht zu grasig ist, ist auch wichtig. Und da darfst du auch nicht zu schüchtern sein. Das Kalb ist mager, Champignon Paris mager. Und hast diese schönen Olivenölnoten. Das finde ich sehr lecker. Und wer jetzt seine floralen Noten in sich wiedergefunden hat, der geht dann in seine Schublade, macht die mal auf und passend zum Champignon in Pastelltönen gibt es ein kleines Hornfeilchen. Vitello Funghi in 5 Minuten angerichtet mit loses Champignon de Paris. Viel Spaß dabei, ne?